Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Die Gilde 3. So, ich habe jetzt endlich rausgefunden, wie wir jemanden aus dem Weg räumen können. Und zwar kann das der Scherge machen. Genauso wie Vandalismus. Ist allerdings recht teuer. Und leider habe ich gesehen, wenn wir hier auf Info gehen, der Heimlichkeitsbonus durch diese Taschenspielereien wirkt sich leider nicht auf die Schergen aus, sondern nur auf die Charaktere. Also die Hauptcharaktere der Dynastie und auf die Diebe, so wie es aussieht. Jetzt habe ich natürlich nicht nachgeguckt. Spielmann ist ja eigentlich irrelevant. Beim Räuberlager habe ich gar nicht nachgeguckt, ob sich da drauf auswirkt. Aber ich wage es mal zu bezweifeln. Heimlichkeit? Nee, wirkt sich auf Räuber auch nicht aus. Achso, die sind alle am Pennen. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob wir das machen sollen. Wie gesagt, das ist leider ziemlich teuer. Jetzt muss ich nur gerade die Schergen wiederfinden. Wo war sie denn? Da ist sie. Gucken mal die anderen Dynastien. Familie. Es wären relativ viele, die wir aus dem Weg räumen müssten. Oh, gibt Nachwuchs. Wären leider relativ viele, die wir aus dem Weg räumen müssten. Das ist ziemlich ärgerlich. Das heißt, das macht eigentlich keinen Sinn. Ich kann euch hier mal kurz zeigen, unsere Schwester, die hat auch geheiratet. Der hat auch ganz viele Pferde mit in die Beziehung gebracht. Die habe ich erstmal ein bisschen aufgeteilt auf unsere Leute. Da sind die ein bisschen schneller unterwegs. Tatsächlich würde ich dann tatsächlich sagen, aus dem Weg räumen machen wir nicht und Vandalismus machen wir auch nicht, weil wegen ist so. Nee, weil das macht keinen Sinn. Gebäude erobern können wir aber gerne mal ausprobieren. Und zwar suchen wir dafür am besten das Gebäude eines Konkurrenten. Hier, die machen sowieso andauernd Ärger. Totengräberkrypta brauchen wir nicht. Räuberlager auch nicht. Ein Schmugglerloch. Ich hätte gerne ein neues Schmugglerloch. Guck mal, direkt neben unserem... Dingenshaus. Ja, jetzt muss ich nur wieder die... Was ist? Du da? Na? Du da? Und wo setzt die City hin? Köln, Köln, Köln. Köln ist da. Ne, das ist falsch. Hier rechts war es, ne? Genau, da musst du mal hingehen. Oder aber wir nehmen dem erstmal alle Betriebe weg. Das versuchen alle zu erobern und die dann einfach verkaufen. Weil wir können leider keine... erobern, wenn die Maximalanzahl an Betrieben erreicht ist. Und wir können nur noch, lass mal kurz gucken, einen weiteren Betrieb haben. Dann macht das nämlich gar keinen Sinn. Nee, dann lass uns doch tatsächlich mal gucken, was hat er noch für Betriebe? Das Diebeshaus hier zum Beispiel. Das ist da oben. Naja, da sind unsere Schergen ja auf dem Weg hin. Dann können wir mal versuchen, das Diebeshaus hier zu übernehmen. Mal gucken, ob das klappt, weiß ich nicht. Wenn nicht, müssen wir noch andere dazu holen. Ne, das ist nur ein Dieb. Wo sind jetzt unsere Schergen? Auch mal so lange. Oh, wir werden angegriffen. Ah ne, Hühnerhaus hat uns die Feder erklärt, okay. Ich warte schon. Ja, das macht nichts. Ich kann gerade nicht. Ich kann gerade hier, du hast doch auch ein... ein Schergen dabei. Was ist der Scherge? Tatsache. Dann kannst du nämlich auch mal Köln auch dahin gehen. Falls die Scherge nicht erfolgreich sein sollte, kann er übernehmen. Mach ich. Oder andersrum. Je nachdem, wer zuerst da ist. Ist das meine die Scherge? Ist gewetzt. Nee, lieben. Mensch, wo bleibt denn die Scherge? Hier stehe ich. Das werdet ihr bereuen. Achso, nur die mit dem Karren hat nichts zu tun. Ja, wir wurden noch ein paar Mal von der Gilde der Alchemisten eingeladen. Schon wieder. Wir warten noch immer hier darauf, dass wir bei der Liebesgilde in der höheren Gunst stehen. Mach ich. So, dann kommen wir da oben hin. So, und dann kannst du mal... Vandalismus nicht. Wo war denn das? Gebäude erobern für 3000. 100% bestätigen.
Werden wir uns wahrscheinlich wieder für angezeigt, aber ist auch egal. So, Gerichtsverhandlung. Ah, mal gucken. Vielen Dank, Hohes Gericht. Für diese schrecklichen Verbrechen erwarte ich ein hartes Urteil. Das Gericht wird nun, wie bekennt, ich bin unschuldig. Nachdem nun alle das Gericht erklärt, nicht schuldig. Nicht schuldig? Was? Hiermit ist die Sitzung geschlossen. Ach, das war der... Ja, der gehört natürlich zur gleichen Dynastie. Das war ja klar, dass das nicht klappt. So, wie sieht das hier aus? So, lassen wir mal vorlaufen hier. Die baut die Flagge ab. Oh, zwei, die nichts zu tun haben? Achso, das ist ja nur... Das ist ja eine Stolles. Ja, mal gucken, was die Gerichtsverhandlung bringt. Wobei, das wollen wir uns gar nicht angucken. Wir wollen lieber gucken, wie das hier aussieht mit der Eroberung. Ups, wo ist sie? Da ist sie. So, wenn die Flagge unten ist, muss unsere Flagge gehisst werden und dann gehört uns das Gebäude, vorher nicht. Mal gucken, ob das klappt. Was, eine 30er? Was soll das denn heißen? Achtung. Ihr habt die Aufmerksamkeit einer Gilde erregt. Aufmerksamkeit einer Gilde, schon wieder die Alchemisten. Nein, danke. Hält er uns gar nicht ab? Bereit. Nein, soll mir recht sein. Och, weißt du was, wenn die da schon so rumstehen? Dann kannst du doch eigentlich... Ach nee, der kann keinen Taschendiebstahl, der kann nur Bewusstlose bestehlen. Ganz vergessen. So, unsere Flagge muss noch gehisst werden und keiner hält uns ab. Sieht auf jeden Fall einen Haufen Schaulustig an. Alles gut, wenn das klappt. Eine Ankündigung der jemand hat die Bevölkerung. Jemand hat euch beleidigt. Warum das Gebäude gebrannt hat, weiß ich nicht genau, weil ich habe es nicht angezündet. Ich versuche es nur zu übernehmen und wollte es dann verkaufen eigentlich. Oh, sehr schön. Der repariert das noch. Das ist sehr gut. Und das könnte gleich uns gehören. Ihr habt ein Gebäude erobert. So, sehr schön. Dann machen wir es nämlich ganz einfach. Lass uns mal reingucken. Es gehört uns jetzt mit allen Angestellten. Das ist eigentlich auch nicht verkehrt, ne? Oh, guck mal, ein Pferdchen. Dann geh du doch mal dahin. Pferdchen, dorthin. Was ist? Gut. Und das hier wollen wir mal. Statistiken, Angestellte entlassen. Ich hätte das gern verkauft. Gebäude abreißen. Bestätigen. 4050, immerhin. Dann können wir hier nämlich mal den Brandschutz noch ein bisschen erhöhen. Bestätigen. 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 So, was für Betriebe hast du denn noch, die wir übernehmen können? Schmugglerloch machen wir zum Schluss. Noch ein Diebeshaus. Wo ist das? Ach, hier bei uns. Schweinkram. Also wirklich. Was dann ist? Kannst du mal... Gebäude erobern. Ein guter Plan. Bestätigen. Und du kannst mal dahin reiten. Kannst mal so zugucken, falls er Hilfe braucht. Glaube ich zwar nicht, aber wer weiß. Gilde Alchemisten, das ist irrelevant. So, aber es sieht langsam besser aus, wie, obwohl, nee, nicht wirklich. Ne? Wir bewegen uns immer irgendwie so ein bisschen hier in der Mitte. Das ist ganz schön nervig. Ich gehe mal stark davon aus, dass das damit zusammenhängt, dass unsere Dynastiemitglieder versuchen, Werbung zu machen. Komplett schreiben, legal, Einbruch, legal, Vandalismus, legal. Ihr habt die Aufmerksamkeit einer ja, ich Gilde möchte jetzt aber nicht bei denen mit. Eine Gerichtsverhandlung wurde angesetzt. Ein Kram. Achso, wir könnten ja mal gucken, haben wir noch Beweise gegen die? Dann können wir die noch anklagen. Klage einreichen. Wir können keine Beweise für eine Maßnahme finden, die gerade legal ist. Echt jetzt? Das ist alles nur Einbruch und Einbruch ist derzeit legal. Eine na gut. Sabotage gegen eines eurer Gebäude ist fehlgeschlagen.
Zukunftshaus der Liebe Gildenheim sabotieren. So, wie sieht das aus? Ach, die machen da ein bisschen... Echt jetzt? War das nicht eine Stadtwache? Und unser Dieb hat gerade mit dem Würfelspielen gemacht, direkt neben dem Gebäude, wo ich gerade dabei bin, zu erobern. Kann das sein? Stadtgardis? Ein schwerer Schneesturm. Ein soll mir recht sein. So, kann ja auch nicht mehr lange dauern. Klauen und beklaut werden. Toller Name für ein Diebeshaus. Wir sollten vielleicht mal gucken, ob wir unsere Gebäude reparieren müssen. Ne? Könnten wir eigentlich einfach mal alle reparieren, ne? Weil es kurz vor dem Zusammenbruch hier wieder aussieht. Das hat schon noch ein bisschen, aber ist egal. Komm, alles reparieren. Genau, das hatten wir nur übernommen und dann abgerissen. Reparieren. Medfest können wir reparieren. Und am Lager können wir Feuer auch reparieren. Oh, sehr schön. Mal gucken, ist hier wieder einer mit Pferdchen? Nee, leider nein. Na gut, abreißen. Auf 4050. So, was hast du denn noch für schöne Gebäude, die ich dir klauen kann? Lagerscheune, Patrizierhaus, Haus. Zwei kleinere Diebesunterschlüpfe. Ach, das ist wieder da oben. Ah, das kannst du eigentlich mal wieder machen. Ach, braucht noch ein bisschen, muss ein bisschen... Ein bisschen Abklingzeit leider. Was so, ist? Du? Ist der andere Liebesunterschlupf? Ach, da unten. Dann bleibst du doch gleich mal hier. Was ist? Dann schicken wir den dahin. Mal gucken wir mal, ob wir noch ein paar Gebäude erobern können. Müssen nur die Abklingzeit abwarten, leider. Und wir brauchen, glaube ich, noch einen Rang. Einen Titel. Dann sind wir schon im Bereich der Adelstitel. Und dann noch ein Titel, dann können wir ein Herrenhaus bauen, meine ich. Lass uns mal kurz gucken. Genau. Nächster Titel wäre Freiherr. Damit können wir Statue, Liebschaft manipulieren und Berechtigung Landesherr zu werden. Zwei Betriebelimit und zwei ein Scherenlimit. Und hier ab Baron können wir Herrenhaus bauen. Haltet frei Herrenhaus und Bankett. Ich gehe mal davon aus, dass wir mit dem Bankett, was wir freischalten, uns auch wieder ein bisschen in der Gunst einschleimen können. Wir brauchen halt nur Geld, aber das macht ja nichts. So, wo bleibst denn du, unsere Gutste? Unsere Gutste Schergen? Ein Familien, alles in Ordnung. Gibt's ja wohl nicht. Rosamunde, werde ich. Sehr schön. Hast du super gemacht. Wenn du schon mal hier stehst, kannst du dich auch gleich beklauen. Jawohl. Und, was gibt das? Naja, hat sich ja so gut wie gar nicht gelohnt. Schade. Jetzt habe ich wieder die Orientierung verloren. Ja, da nach rechts müssen wir. Ach, bist du schon da? Sehr schön. Aber müssen noch ein bisschen warten hier. Klingt halt noch ein bisschen. Lasst mich in Ruhe. Was bist du für einer? Landsknecht. Und alles in Ordnung. Willst du hier Wache, ja? Ja, wohl nicht. Was wollt ihr erledigt wissen? Fernhandelsberichte, Verbündete stellt Truppen auf, Verbündete Stadt. Was wollt ihr eigentlich hätten wir gerne mal wieder einen Bericht von der Diebesgilde, wo wir mitmachen können, ne? Großzügig und rechtschaffen. Das ist ja voll was für mich. So. Produktion wurde unterbrochen. Ach so, ich muss das Lager hier noch erweitern. Das habe ich vergessen.
Lass mal gucken. Lagerslots plus 2 und plus 2. So. Das muss reichen. Bin ich jetzt? Der immer hin und her springt hier. Ah. Moment, das war doch hier irgendwo. Nicht? Sub, sub. Da oben. Ein Familienmitglied wird angegriffen. Oh, echt jetzt? Ach, der angeheiratet ist der Wolfgang. Wehr dich ein bisschen. Versuch's wenigstens. Du bist zwar nicht bewaffnet, aber ist ja egal. So, jetzt müssen wir aber hier rüber. Und wie sieht das aus bei dir? Ah, gleich ist Abklingzeit vorbei. Komm. Schaffst das? Das ist sogar tatsächlich noch immer illegal. Weinkram. Ein Urteil ist gefallen. Ein Beweis für Bombe. Der Ankläger ist jedoch nicht vor Gericht. Jemand sollte etwas tun. Sollte verboten sein, das ist tatsächlich verboten. Das ist mir nur tatsächlich ziemlich egal. Ich mache jetzt ständig verbotene Sachen. So, du musst leider auch noch warten. Ich brauche mich eigentlich gar nicht bewerben, so beliebt wie ich bin, ne? Ich werde jetzt nur versuchen, die andere Dynastie zu schwächen, dadurch, dass wir die Gebäude wegnehmen. Die müssten zwar genug Kohle haben, dass sie einfach neu bauen können, aber ist egal. So, wie sieht das aus? Mach schneller. Hurra! Hurra! Ach ja, leider dauert das immer eine ganze Weile, aber was willst du machen? Hurra! Und das Schmugglerloch übernehmen wir dann. Wobei eigentlich... Lass mal aufs Kassenbuch gucken. Ich glaube, das Schmugglerloch bringt gar nicht so viel, ne? Spelunke hier. Höret, höret. Das Neueste und es geht. Und machen wir mal nur den hier. 1400. Die Besunterschlüpfe bringen echt sehr viel mehr. 7000, 3000. Warum bringt das denn eigentlich so wenig? Moment, da unten müsste es sein. Ihr solltet doch eigentlich hier immer Kunden ranholen und... Und die Spelunke locken, das machen wir mal auf 3. Tätigen. Das Blöde ist, die packt das sofort in ihren Karren und fährt das weg, anstatt das zu verkaufen hier. Verkaufslager steht nämlich immer alles auf 2, aber irgendwie verkauft die das nicht. Die packt das nicht automatisch ins Verkaufslager, sondern fährt es immer gleich weg. So. 3150 nur. Ein bisschen was kaputt, ja. Kaufen, bestätigen. Ach guck mal, der baut gleich einen neuen Diebesunterschlupf daneben, dann kannst du gleich hier stehen bleiben. Der hat auch seinen Diebesunterschlupf gleich wieder aufgebaut hier. So sei es. Bestätigen. Jemand hat euch beleidigt. Das ist tatsächlich ein bisschen ärgerlich. Dass der immer gleich wieder aufbaut, aber gut, ist logisch, würden wir auch machen, ne? Gut, dann würde ich tatsächlich sagen, ich kann hier der Dritte geht mal zum Rathaus. Habt ihr schon das Neueste sind unsere Kinder eigentlich schon alt genug? Moment, das gucken wir am besten hier. 1, 5, ah, du bist alt genug. Dann kannst du natürlich hier mit aufgenommen werden. Bestätigen. Kommt in die beste Spelunke, das klingt gut. Feier, hier bin ich. Ah, du bist im Rathaus angekommen, sehr schön. Ich eile. Geht mal mit dem, was kostet der nächste Titel?
Ich möchte einen höheren Titel. Na, mal sehen, was ich für euch tun. 33.600 und 2.000 Einfluss. Bestätigen. Damit können wir jetzt eine Statue bauen, eine Liebschaft manipulieren. Gratulation. Nutzt die Gefühle aus, die eure Geliebte bzw. Geliebter für euch hat und erfahrt deren Familiengeheimnisse. Das wird euren Einfluss mehren und euch vielleicht sogar Beweise für ein Verbrechen liefern. Können wir damit hier eigentlich noch was freischalten? Nee, ne? Er ist auf Baron. Das macht dir nichts. Heimlichkeit und Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Ansehensbonus und Angriffskraft. Angriffskraft und Verteidigung. Okay, müssen wir halt warten. Du hattest doch sogar eine Liebschaft, ne? Oder ist die schon wieder ausgelaufen? Nee, hey, ist noch im Gange. Sehr schön. Oh, ein bisschen schneller. Meine Dame, ich bin euch verfallen. Danke sehr. So, noch ein bisschen flirten und so. Dann können wir das nämlich noch ein bisschen ausnutzen. Dann kriegen wir nämlich noch ein bisschen mehr Einfluss. So war zumindest meine Hoffnung. Oder die Idee dahinter. Was für eine Frechheit! Das schon klappt. Liebschaft manipulieren. 78%. Mach das doch mal. Hat nicht geklappt. Schade. Oh, keine Liebschaft mehr. Fang doch mit ihr was an. Gucken, ob das klappt. 77%. Ich will gerne mehr Zeit in eurem. Aber gerne doch. Ui. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Eigentlich hat er zu wenig Charisma, beziehungsweise falsche Ausrüstung dafür. Oh, nur 48%, das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Ein Ständchen kannst du hier spielen. Lange wir noch warten hier. Bittelü. So. Hat nicht geklappt. Gut, dann müssen wir halt noch ein bisschen warten. 75% ist leider viel zu wenig eigentlich. Gut. Wir versuchen es natürlich trotzdem fleißig weiter. 80% können wir mal versuchen. Meine Liebe, mein Herz schlägt nur für euch. Bitte lasst ihr seid eine Liebschaft angehen. Sehr schön. Dann lass uns doch mal Beziehung ausnutzen. Habe jetzt gar nicht darauf geachtet, was für eine Wahrscheinlichkeit das ist. Egal wie die Umstände sind. So. Und ein Gebäude sind wir noch dabei zu erobern, ne? Oh, nicht geklappt. Das ist aber blöd. Machen wir hier verbotener Kuss. Bisschen wieder einschmeicheln hier. Und dann machen wir Ditte. Oh, nur 53%. Sicher. Mein Liebling, würdet ihr mir das ist aber wenig. Er hat Munde Espenlaub. Nee, hat noch nicht geklappt. Ach, das ist doch blöd. Das geht schnell. So, jetzt einmal eine Runde tanzen. Da müssen wir so warten, bis die Abklingzeit rum ist, ne? Bin gerade überlegen, ob es... Eigentlich ist das listig, egoistisch und aggressiv. Also eigentlich sollte es dafür die Ausrüstung ganz gut sein, ne? Gut, geh du mal weiter arbeiten erstmal. Und wie sieht das hier aus mit dem Gebäude erobern? Ah, ist gleich fertig. Das gucken wir uns noch zusammen an in dieser Folge, ne? Müsste ja sogar klappen.
Eigentlich kostet es uns mehr Geld, als es uns bringt. Oder es kostet 3.000, ne? Jetzt kommt es drauf an, wenn wir es für 4.000 verkauft kriegen, für 4.050, dann machen wir ja sogar 1.000 Gewinn. Dann macht das ja durchaus Sinn. Weil nur zum Schwächen der anderen Dynastie macht das, glaube ich, keinen Sinn. Weil die ja sofort einfach neue bauen. Aber guck mal, sieht schon daneben wieder einen neuen hoch, obwohl der hier noch nicht mal erobert ist. Ich hab nichts gemacht. Brauchst du nichts gemacht haben, du hast einen Stufenaufstieg. Hört mir mal genau. Mehr will ich doch gar nicht von dir. So. Jetzt habe ich schon wieder aus den Augen verloren, wo wir sind. Da müssen wir hin. So, wie sieht das aus? 1 Uhr morgens und alles in Ordnung. Ihr habt ein Gebäude erobert. So. Kurz gucken, hier ein Pferd dabei? Nee, ne? Ja, sieht nicht gut aus. Schade. 3150. Na gut, haben wir immerhin 150 gewinnen. Was wollt ihr erledigt wissen? Besser als nichts. So, wo ist die andere Schergen? Hier oben müsste sie doch noch rumstehen. Da ist sie. Was wollt ihr erledigt wissen? Dann kannst du doch gleich mal hier... Ach, muss erst warten. So gut wie erledigt. Gut, Leute. Ich würde sagen, die Taktik ziehe ich noch ein bisschen durch, bis wir den nächsten Titel erwerben. Und ich werde nebenbei auch mal die Liebschaften weiter ausnutzen und manipulieren. Und ansonsten sammle ich halt ein bisschen Geld und Einfluss. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.